Einen wunderschönen guten Morgen, Tag oder Abend oder auch ganz kurz ein bezaubernes Hallöchen und damit auch wieder herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von M+. So, die Folge nehme ich hier gleich nach der letzten mit auf, nachdem ich mich gerade so ein klein wenig mit im Redefluss verspüre und fühle und irgendwie mich tatsächlich auch noch, ja doch, sehr gut fühle, spüre, ein bisschen selbstbewusster momentan und ich dachte mir, das nutze ich am besten gleich aus, außer dass ich gerade eben einen eben verloren habe, beziehungsweise sterben lassen habe, aus Versehen, nicht gewollt und jetzt bin ich hier selbst gerade eben gestorben. Nachdem aber diese Folge ein klein wenig länger geht als die, oder knapp an die 30 Minuten, dachte ich mir, vielleicht wird es gut gehen, vielleicht auch nicht. Wir haben, wie ihr seht, und ganz kurz die ganz besonderen, tollen Affixe-Kurse anzusprechen. Wir haben einmal verstärkt, tängelnd und anstachelnd. Das heißt, ja doch, so drei Affixe, die jetzt nicht unbedingt doch sehr gut miteinander harmonieren und der Trash, der sowieso schon ohnehin einen sehr gut mit auf die Klapse hält und auf die Fingerhaut, tut jetzt ein klein wenig mehr weh. Ich frage mich auch, warum der Paladin nicht aufgestanden ist und sich stattdessen von mir aufheben lässt. Muss man nicht verstehen, kann man nicht verstehen. Egal, machen wir einfach weiter, so wie es jetzt ist. Ja, ich glaube, ich habe die letzte Folge doch halbwegs in sich stimmig so beendet. Zumindest mit den Themen, wo ich sage, so, okay, es war gerade eben vor 10 Minuten, bevor ich die Folge gerendert habe, Tonspuren übereinander gelegt habe. Und jetzt sind wir hier. Übrigens, ich habe mir auch so einen kleinen, ich weiß zwar nicht mehr, wo der Zettel wieder hin ist, aber ich habe so eine kleine Statistik angefangen, welchen Key ich schon bereits wie hoch oder in welcher Häufigkeit hochgeladen habe. Und da habe ich gesehen und gemerkt, so, hey, da gibst du zwei, drei Keys, die habe ich vielleicht nur einmal hochgeladen. Vielleicht ist auch dann auch gar nicht so schlecht, dann nochmal zu sagen, so, hey, ich werde jetzt nochmal darauf vermehrt achten, dass ich jetzt so die Keys, die ich etwas seltener hochgeladen habe, mich dann auch nochmal darauf mit konzentriere. Und ich merke schon, wenn ich so das Leben meines bezaubernden Druidens ansehe, habe ich definitiv, glaube ich, mit an die 120k Leben gewonnen. Natürlich liegt es vorwiegend wahrscheinlich daran, dass ich seitdem auch einiges an bezauberndem Essen mit dazu bekommen habe. Ich glaube jetzt, mein Druide hat sogar meinen Priester überholt. Nicht nur vom Rio, weil ich glaube, ich habe da so knapp mindestens 10 bis 20 Punkte mehr auf meinem Druiden mittlerweile, als dass ich es ja auf meinem Priester habe, was ich momentan mittlerweile ein bisschen traurig finde, aber es ist wie es ist. Es fällt mir auch gerade ein klein wenig leichter, ehrlicherweise mit dem Druiden die ganzen Keys zu laufen und irgendwie dementsprechend komme ich auch viel häufiger dazu, ja, doch die Ausrüstung und das Gear meines Druidens zu verbessern und bei meinem Holy Priest bin ich dann doch ein klein wenig spezifischer, möchte ein paar GS-Teile eben spezifisch haben, möchte das und das Teil haben und versucht da jetzt ein bisschen mehr auf Mastery wiederzugehen. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt aber hier wieder mit meinem bezaubernden Druiden unterwegs. Da bin ich ja auch mittlerweile daran, ein klein wenig an meinen Talentenbaum zu arbeiten, beziehungsweise zu überlegen, ob ich da nicht vielleicht doch noch stattdessen lieber auf die Katzengestalt umsteigen soll, als DD oder beziehungsweise DPS neben Spec. Als Heiler ist ja mittlerweile auch ein klein wenig wichtig, eben mit Schaden zu machen und da macht es ja auch Sinn, dann eben auf etwas zu specken, wo man mit Schaden macht. Das aber dazu. Das ist eigentlich auch gar nicht das Thema, worüber ich jetzt sprechen wollte. Deswegen einmal hier in irgendeine Gestalt oder beziehungsweise Death-CDs ziehen, weil sobald er seinen Seelenzerbersten macht, tut es
doch klein, stark, wenig übel. Deswegen Empfehlung von mir, hier definitiv darauf zu achten, irgendwas zu ziehen, womit ihr euch selbst zu schützen wisst, weil als Heiler, das ist beinahe ein One-Shot, besonders in tyrannischen Wochen, aber glücklicherweise haben wir jetzt nur die Verstärktwochen, weil Rabenwehr gehört definitiv zu den Inis, die in der tyrannischen Woche ein bisschen tricky sein werden könnten, zumindest beim ersten Boss hier, sowie beim letzten Boss. Ihr könnt auch gerne dazu von meinem Priester relativ anfänglich habe ich ja auch zeitnah Anfang der Season ein 1,20er getimed und auch hochgeladen. Ich habe absolut keine Ahnung mehr, worüber ich da in diesem Key spreche. Ich glaube, es kann sogar tatsächlich sein, seitdem ich in Season 3 meine M-Plus-Videos ein klein wenig neu mit aufgerollt habe, besonders was so die Themen an Auswahl geht, kann es sein, dass ich da ein klein wenig so auf die ganze Lore von Rahmenwehr eingehe. Deswegen, falls euch auch sowas interessiert, lohnt es sich eigentlich schon fast zweimal da reinzugehen. Deswegen, falls es euch interessiert, falls nicht, ich würde mich natürlich auch über ein kleines Watchtime freuen, natürlich. Ich möchte auch kein Geheimnis draus machen. Falls ihr euch das bis zum Ende anschaut, wenn nicht, ist auch vollkommen fein. Ich freue mich auf jeden Fall mal aber auch über jede einzelne kleine Unterstützung, egal wie klein sie auch sein mag. So, aber auch das ist nicht so wirklich das Thema, über das ich so wirklich sprechen wollte. Zumindest habe ich das Thema ein klein wenig geteased, worüber ich sprechen möchte. Und zwar geht es um die Lore an sich, beziehungsweise um auch ein klein wenig auf meine ganzen Lore-Gebiet-Video einzugehen. Und zwar einmal hier wollte ich den Tank aufheben, aber bin gleich mitgestorben, weil ich entweder irgendwo drin stand oder hast ihn nicht gesehen. Und ich merke gerade, vielleicht sollte ich doch noch zwischenzeitlich irgendwann mal trinken. Ich habe mir auch irgendwie so gedacht, während das Video rendert, wäre es vielleicht auch gar nicht so schlecht, diese Zeit zu nutzen, um etwas zu trinken, um mir vielleicht sogar nochmal einen Tee heiß zu machen. Ich weiß, in meinen Lore-Gebiets-Videos sage ich meistens, nehmt euch eine heiße Tasse Tee. Aber ich verrate euch ein kleines Geheimnis. Ich liebe Tee. Ich trinke wirklich Tee fast durchgehend. Tee ist sowas wie meine zweite Ernährung schon. Aber gerade eben habe ich keine heiße Tasse Tee. Bedauerlicherweise. Genauso wie meistens dann, während ich die Lore-Videos aufnehme, während ich sie dann schneide und vor allem meine Audiospur schneide. Ich verspreche mich sehr gerne. Ich achte da sehr penibel darauf, dass ich dann jedes Aufatmen und Einatmen unbedingt wegschneide, dass man das nicht hört. Weil ich glaube, anfangs, als ich die ganzen Videos gemacht habe, habe ich definitiv nicht darauf geachtet. Deswegen denke ich mir, lieber mache ich mir so 2, 3, 4, 5 Stunden Arbeit, alles so halbwegs schön zu schneiden mit der Audiospur. Und ja, bekommst dann meistens dennoch nicht immerhin zu 100%. Deswegen bin ich dann meistens froh, dass ich zuerst die Audiospur schneide, dann eben nochmal thematisch passend zu dem, was ich erzähle, nochmal so die ganzen Videos eben drunter lege, beziehungsweise nochmal ein drittes Mal drüber schaue. Meistens habe ich dann auch meistens keine Lust mehr, beim dritten Mal mir das nochmal anzusehen oder beziehungsweise vor allem meine eigene Stimme anzuhören, weswegen ich dann meistens sage, okay, während ich dann so das zweite Mal nochmal über das Ganze drüber höre und sowieso nochmal die ganzen Hintergrundvideos, Bilder, auch Videos einarbeite, dass es thematisch passt, schreibe ich mir meistens nebenbei noch die ganzen Timestamps auf, wo ich wann welches Bild eingeblendet haben möchte. Und vielleicht, also beim letzten Video habe ich so halbwegs damit angefangen, so auszuschreiben, bis wann sie gehen sollen. Ja, aber das dazu, darum soll es nicht gehen. Auch wenn ich meine Stimme nicht allzu sehr mag,
Ich glaube, das geht zu den meisten von uns, insbesondere den introvertierten Stüblingen, die sich nicht allzu sehr gerne sprechen hören. Also, Lemmy. Ich bin wirklich ein introvertierter Stübling. Ich mag es, Bücher zu lesen. Ich mag es gerne, meistens Zeit mit mir selbst zu verbringen. Aber da bin ich dann meistens auch im Konflikt mit mir selbst, weil ich mag es irgendwie im Plus zu laufen und hin und wieder klappt es ja auch mit den Aufrufen tatsächlich sehr gut. Und witzigerweise, hallo, falls du das auch hier wieder mit dabei bist und zufällig irgendwie auch über dieses Video gestolpert bist. Von dem lieben Shirasa gab es da so einen netten Zusammenstoß oder zufälligen Zufall, witzigerweise. Und zwar sein Raid-Lied, so wie ich das mitbekommen habe, hat das Video, das er mir damals hochgestellt hat und ich das dann vertont habe, bei mir auf meinem Kanal gesehen, als er nach einem Kronstadt-Key gesucht hat. Witziger Zufall, wie klein die Welt doch sein kann, wenn man nach Keys sucht. Ja, fand ich tatsächlich sehr interessant. Also, falls du auch hier wieder diesmal mit dabei bist, auch ein ganz herzliches Willkommen und Hallo an dich. Wenn nicht, ist auch okay. Die anderen dürfen sich auch ganz herzlich angesprochen fühlen, die einfach durch Zufall auf meinen Kanal gestoßen sind und jetzt vielleicht das ein oder andere Mal mit in meine Videos reinklicken. Ich freue mich definitiv. Ich möchte auch, wie gesagt, wie auch schon im letzten Video erwähnt, nicht allzu sehr viele Versprechen machen, weil letztes Wochenende wollte ich auch einen Stream machen und ein Lore-Video. Und erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Aber was diesbezüglich mit, ja, vielleicht frohe Botschaft verkündet werden kann. Ja, ich bin endlich fertig mit der Ausbildung. Also ich war auch davor schon nervlich fertig mit der ganzen Ausbildung, aber jetzt bin ich es auch offiziell fertig mit der bezaubernden Ausbildung. Das heißt, ich bin IHK-geprüfte Fachkraft als Veranstaltungskauffrau. Ich wurde von meinem Ausbildungsbetrieb übernommen, aber das hat ganz andere Gründe dementsprechend, die ich jetzt auch nicht so unbedingt mit aus oder doch ausweiten möchte. Deswegen halten wir es ganz kurz, simpel und knapp. Ich bin jetzt in meinem Ausbildungsbetrieb offiziell seit dem 26. Januar bzw. seit dem 29. Januar, wo ich dann auch wieder zurückgekommen bin, jetzt als offiziell Ausgelernte, und zwar Veranstaltungskoordinatorin bzw. Koordination der Veranstaltungen, was eigentlich ein ziemlich cooler Begriff ist dafür, dass ich eigentlich sehr viel Arbeit zu tun habe. Und schaue und dass die Zusammenarbeit zwischen dem bezaubernden Sales-Team, wo ich selbst ein Teil der Abteilung bin, mit dem Technikabteilung und dem Operations, die die ganzen Veranstaltungen eben betreuen, in guter Zusammenarbeit bestehen kann. Ich bin immer noch dabei, mich in diese bezaubernde Aufgabe reinzufinden. Aber ich glaube, ich bin so langsam auf einem guten Weg, weil ich so halbwegs so ein Gespür dafür bekomme und mir die Sachen erarbeite. Und wir arbeiten auch mit Kuwiki, also wo wir die ganzen Prozesse mit auffassen. Und wir sind ja ein Startup seit 2020. Und Leute, eine Sache muss ich wirklich sagen, es fühlt sich sehr gut an. Also es fühlt sich wirklich sehr gut an, seine eigenen Prozesse, die man selbst schreibt, auch selbst freigeben zu dürfen. Also natürlich mit Absprache nochmal mit dem Team, ob das so sinnvoll ist, dass dieser Prozess so ist, wie ich ihn mache. Nichtsdestotrotz, es ist ein bezauberndes Gefühl, meine eigenen Prozesse jetzt freigeben zu dürfen. Ja, und eigentlich sehr cooler Begriff dafür, dass ich eigentlich doch, wie,
Sehr viele kaufmännische Sachen erledige, Ausgangsrechnungen kaufmännisch prüfen, verschicken, in die Liquid eintragen. Also es ist sehr spannend, wie sich das Ganze nochmal gestalten wird, dass ich nicht nur wirklich tagesgeschäftmäßig unterwegs bin, sondern auch noch ein paar andere kaufmännische Sachen mit erledigen darf und davor auch schon gemacht habe. Es ist jetzt nicht so, als wäre das komplett neue Verantwortung, so zumindest zum Teil. Aber es gibt auch so ein paar Punkte, die ich auch schon während meiner Ausbildung gemacht habe. Wir reden jetzt auch nicht darüber, warum ich die zuvor gemacht habe. Wir reden jetzt auch natürlich nicht über rein theoretisch in irgendeiner Parallelwelt, in der man als Azubi Überstunden machen darf. Meine Parallel Dalilassa Überstunden gemacht hat, weil natürlich habe ich keine gemacht. Mit dem Augenzwinkern gemeint. Ich glaube, jeder versteht es von uns. Und die habe ich nicht alle rechtzeitig abgebaut. Also die Parallel Dalilassa natürlich. Hat die natürlich nicht rechtzeitig abgebaut. Deswegen lasse ich sagen, hat Parallel Dalilassa 10 Überstunden verloren, weil die jetzt nur noch so ein Drittel wert waren. Aber ich muss auch sagen, ich freue mich, wenn jetzt monatlich dann doch noch ein paar mehr 100 € auf meinem Konto drauf sein werden oder landen. Wie die fast selbe Arbeit, die ich sowieso schon die ganze Zeit gemacht habe. Aber ja, das dazu. Dementsprechend, ich würde sagen, lass uns es gebührend feiern. In der Hoffnung, dass ich vielleicht aber auch nicht dann hoffentlich regelmäßiger so in der Planung, so im Wunschkonzert dann doch noch die ganzen Videos hochladen werde, zumindest die M-Plus-Videos, weil Leute, seien wir ehrlich, so Lore-Videos nehmen sehr viel Zeit in Anspruch. Das bemerke ich jetzt auch schon wieder. Also, falls das Video jetzt online ist, dann wisst ihr es sowieso schon. Falls noch nicht, dann herzlichen Glückwunsch. Ihr wisst, um welches nächstes Gebiet es in dem Loch bzw. Streifzug durch Azeroth gehen wird. Und zwar, es wird um das Brachland gehen. Ja, definitiv ein Gebiet, das anders zum Schlingendorntal, also vielleicht habe ich auch beim Schlingendorntal nicht allzu sehr gut recherchiert, bzw. nicht so einen Recherchestandard gehabt wie jetzt oder wo ich mir auch Zeit dafür genommen habe. Aber jo, jo, jo. Brachland hat wirklich sehr vieles an Recherche bzw. Informationen, die ich so unbedingt halbwegs mit in das Video aufnehmen möchte, wo ich jetzt schon vor allem bei der gedanklich gemerkt habe, so hey, das sind wirklich sehr viele Informationen, die da sind, die ich versuchen werde, irgendwie in ein hoffentlich logisches Skript zusammenzufassen. Ja, und hoffentlich. Ich hatte so ha davor schon so halbwegs einen Recherche-Durchgang, dass ich irgendwie so mir immer wieder ausschreibe, so okay, da möchte ich besonders vermerkt drauf machen und jedes Mal so die Karten rauskopiere und dann so jedes Mal auf meinem Surface so handschriftlich schreibe, so das ist so der Kapitel, hier tue ich die ganzen Rechercheinformationen von dem und dem Untersubzone von dem Gebiet reinschreiben und zusammenfassen. Und ich jetzt ist es mittlerweile einfach so, okay, ich gebe mich wieder dem kompletten Chaos hin. Ich schreibe einfach alles runter, was ich finde. Und zum Brachland gab es da auch, glaube ich, so zwei oder drei englischsprachige Videos, die ich mir bisher noch nicht angesehen habe, aber definitiv mal demnächst machen sollte, um zu schauen, was gab es da so für Informationen. Vielleicht lohnt es sich, die dann nochmal mit in mein Video bzw. in mein Skript mit aufzunehmen, weil meistens ist es ja so, dass dann irgendwie so ich Videos mir zusätzlich ansehe, aber dann irgendwie so merke, hey, die passen vielleicht doch nicht so ganz in mein Skript rein, deswegen lasse ich das raus, aber ich verlinke das dann meistens sowieso nochmal ohnehin doppelt und dreifach gerne in die Quellenangabe hinten dran. Deswegen,
Falls es euch interessiert und ihr Englisch sprechen könnt und ihr vielleicht dann nochmal vielleicht so ein paar Doppelt- und Dreifachinformationen euch anhören wollt, schaut euch auch da jedes Mal sehr gerne durch die Videos durch. Kann ich sowieso meistens sehr empfehlen, weil meistens sind die dann doch vielleicht mit ein bisschen mehr Pep und ein klein wenig anders aufgebaut, als sie meinen. Aber am Ende des Tages, ja, ich baue meine Videos so auf, wie ich sie aufbaue. Und wir sind alle bezaubernde Individuen. Und deswegen ist es umso schöner, dass wir da verschiedene Videos und verschiedene Ansichten und Herangehensweisen an die ganzen Gebiets- oder Lore-Gebiete herangehen. Ja, nichtsdestotrotz, das dazu. Ich glaube, so die letzten 5 bis 10 Minuten, die wir jetzt hier sind, würde ich tatsächlich mal das Thema angehen, was ich eigentlich schon beim letzten M-Plus-Video angehen wollte, aber dann doch noch ein klein wenig, doch chaotisch noch herangegangen bin. Und ich weiß nicht, ob es irgendwann mal besser sein wird oder besser werden wird. Ich habe die Hoffnung, aber ich kann es nicht versprechen. Deswegen, ja. Ich habe tatsächlich, beziehungsweise ja, ich weiß nicht, wie ich wirklich dieses Thema ansprechen oder anfangen möchte, weswegen ich wahrscheinlich so ein klein wenig drumherum gesprochen habe bis jetzt, ist, dass ich mir von Kalimdor und den östlichen Königreichen, beziehungsweise auch den ganzen weiteren Expansions von WoW und Azeroth und den ganzen anderen Universen von WoW mir aufgezeichnet habe, beziehungsweise reinkopiert habe. Und jedes Mal, wenn ich ein Gebiet so gesehen abgehakt habe, beziehungsweise auch durchgegangen bin und besprochen habe, so wie man so rubbellose aufkratzen kann, zeichne ich mir das meistens auf meinem OneNote-Tablet, also Surface, OneNote, was auch immer, zeichne ich mir das so ein mit einem Marker. Und dann meistens auch nochmal das Datum, wobei ich jetzt mittlerweile anfangen sollte, wirklich das mit einem Jahr hinten dran zu machen, weil, wie gesagt, diese bezaubernde Reise geht seit knapp 1,5 Jahren, seitdem ich mich irgendwie von meinem Ex getrennt habe, was auch definitiv das Beste war, was ich damals hätte machen können. Deswegen, liebe Leute, falls ihr euch die ganze Zeit denkt, so hey, es fühlt sich so an, als wäre das eine toxische Beziehung, was bei mir auch definitiv eine toxische Beziehung war. Und da haben auch definitiv Zeit dazu gehört. Ich bin da auch nicht unbedingt unschuldig, weil wenn ich so ein bisschen zurückdenke an damals, denke ich mir auch so sehr oft so: Herz allerliebste Dalilessam, was hast du dir dabei bloß gedacht? Anscheinend aber nichts Gutes. Ich war das meistens doch auch selbst sehr gereizt, sehr überflutet mit meinen ganzen Gedanken und Gefühlen. Und ich war auch so schon sehr überfordert mit Anfang der bezaubernden Ausbildung und gerade eben ausgezogen, finanziell ein bisschen schwierig. Und dann nochmal so ein Partner, der ein. Wie kann ich sagen, so, der ein bisschen viel Aufmerksamkeit braucht. Und in einer Branche wie Veranstaltungen, beziehungsweise Eventbranche, ist es sowieso ein bisschen schwierig, wo man dann auch nochmal ein bisschen personell unterbesetzt ist, ist sowieso dann nochmal zweimal ein bisschen schwieriger, jemanden zu haben, der gerade tatsächlich so viel Aufmerksamkeit braucht. Und dann sind die Grenzen nicht respektiert, aber das ist so eine eigene Geschichte für sich selbst. Keine Ahnung, gleich werde ich dann nochmal über meine letzten Beziehungen so klein wenig ablästern, beziehungsweise über meinen schrecklichen Männergeschmack. Was ich sagen wollte ist, falls du dir denkst, hey, es könnte sein, dass ich eventuell eine toxische Beziehung habe, beziehungsweise ich fühle mich nicht glücklich in dieser Beziehung, ich fühle mich nicht auf Augenhöhe mit meinem Partner. Vielleicht ist das auch einfach ein Zeichen, Schluss zu machen. Aber ich bin kein Beziehungscoach, deswegen, you do you. So, ich möchte nicht für irgendwas verantwortlich sein, wo es vielleicht dann doch noch hätte klappen können, aber deswegen. Sieh es als Zeichen an. Vielleicht ist es doch noch besser zu gehen. Aber das dazu. Auf jeden Fall,
Ich habe mich hier ein paar kleine, also jedes Mal, wenn ich ein Gebiet fertig habe, male ich es auf jeden Fall mal aus und schreibe das Datum mit dazu auf, wann das Video online gegangen ist. Und ich muss sagen, ich bin doch sehr zufrieden und glücklich, dass wir Moskau, uns niemals mittlerweile werdet ihr unsere Welt momentan erobern. so langsam auf das Ende der klassischen Gebiete zugehen und auch nochmal so als kleine Vorwarnung, nachdem ich nicht allzu sehr viel Lust habe auf die Kataklysmengebiete, das heißt also zumindest allen voran den Schattenhochland in den östlichen Königreichen, da habe ich eher weniger Lust, das zu besprechen momentan, weswegen es da vielleicht noch ein klein wenig dauern wird, bis ich das dann vielleicht irgendwann mal machen werde. Da gehört aber auch dann, nachdem ich Grimbatol in Sumpflande, zumindest nur den ersten Teil von diesem Fandom-Seite mit aufgearbeitet habe, wird es da auch definitiv nochmal so diesen zweiten Teil geben, dass ich da nochmal Grimbatol ein klein wenig weiter mit aufarbeite, da es ja seit dem Kataklysm ein Teil des bezaubernden Schattenhochlandes ist. Ja, doch, das ist, was ich damit aussagen wollte. Auf jeden Fall mal, ja, was fehlt mir eigentlich so auf Kalimdor? Zum einen ist es eben der Berg Hyal. Ich glaube, da gibt es auch so zwei Möglichkeiten, das auszusprechen. Entweder Hyal, keine Ahnung, oder Hyjal. Was mir persönlich auch ein bisschen besser gefällt, aber das sind so Sachen, über die, wie gesagt, man sich streiten kann, aber nicht unbedingt muss. Dann haben wir eben das Brachland, das hoffentlich bald fertig ist. Den Un'Goro-Krater, auf den ich unglaublich viel Lust habe, aber auch nicht wirklich weiß, wie ich da weiter vorangehen möchte. Aber wirklich so ein Gebiet, in dem ich vor allem so als noch ich mit 14, 15, 16 noch nicht wirklich das Geld hatte für die offiziellen Server. Oder WoW, ich noch auf den Privatservern gespielt habe und auch sehr gerne getünkt habe. Vor allem auf den TBC-Zeiten habe ich dann auch sehr meistens sehr gerne in diesem Gebiet hier getwinkt und gelevelt und gequestet. 1000 Nadeln, auch so ein Gebiet, das so eher ist, so was, also persönlich. Zum anderen haben wir da Silithus. Übrigens, welches Schwert, ne? Dann haben wir Uldum, Kataklysmgebiet und das Königreich Ankirav. Auf den östlichen Königreichen haben wir noch den Schattenhochland. Ja, wie schon vorhin erwähnt, aus den Kataklysmen. Die brennende Steppe, ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Sengende Schlucht, Sümpfe des Elends, verwüste Landen, Gebirgspass der Totenwinde, Waschir, Schattenhochland und Quell der Nas. Quell der Nas freue ich mich, auch wenn es ein doch Gebiet ist von TBC. Aber das ist auch so ein Ding, worauf ich mich freue. Verwüstete Lande würde ich auch gerne, sehr gerne sogar mit in Angriff nehmen. Da habe ich sogar meine ganze Recherche so halbwegs abgeschlossen. Bis auf eine brennende Frage, die mich selbst interessiert. Und zwar, wie hat Medivh das dunkle Portal in der Verfü oder in diesem Gebiet der verwüstenden Lande aufgebaut? Fragen über Fragen. Ich habe bis jetzt noch keine Antwort darauf gefunden, aber ich habe bis jetzt auch da nicht wirklich weiter recherchiert. Aber ich würde sagen, nachdem sowieso schon die Folge vorbei ist und wir doch halbwegs gut durch die Themen durchgekommen sind, und wird es auch dazu vielleicht so die nächsten Folgen oder die nächste Folge auf jeden Fall mal ein bisschen weitergehen. Deswegen schreibt mal doch mir in die Kommentare, falls ihr bisher durchgeschaut habt, was euer Lieblingsgebiet ist und warum es euer Lieblingsgebiet ist. Und ja, dementsprechend wünsche ich euch natürlich noch einen schönen restlichen Tag. Es war mir eine Freude, dass ihr mich bis hierher begleitet habt. Und wie gewohnt sehen und hören wir uns im nächsten Video, welches Video das auch sein mag. Ich freue mich.